500.000. So viele Sinti und Roma sind dem NS-Terror zum Opfer gefallen. Nicht nur in Großstädten, sondern auch hier bei uns in Oberfranken. Nur wenige von uns wissen, dass deren letzten Spuren auf vielen Friedhöfen, wie hier auf dem Stadtfriedhof in Bayreuth, noch heute zu finden sind. Ich bin ein Enkelkind hier von den Herrn Oskar und Henriette Rose. Und das Grab soll hier als Mahnmal für alle anderen Sinti, die hier auf dem Friedhof bestattet sind, die während des Dritten Reichs auch fortgekommen sind. Und zwar hier sind zwei Söhne drinnen, Max und Wilhelm Rose, die in Dachau vernichtet wurden. Max und Wilhelm Rose werden 1942 und 1943 deportiert und im Konzentrationslager Dachau getötet. Heute steht ihr Grab für insgesamt 88 Bayreuther Sinti und Roma, die von den Nationalsozialisten gedemütigt, gefoltert, verschleppt und getötet werden. Wir haben auf dem Friedhof viele Gräber von denjenigen, die die Gräuel der Nationalsozialisten überlebt haben, aber schwer gezeichnet waren, physisch, psychisch misshandelt waren und die zeitlebens unter diesen Schmerzen, unter diesen Verletzungen gelitten haben. Und die muss man auch immer mitsehen. Seit längerem recherchiert der Bezirk Oberfranken gemeinsam mit dem Dekanat Bayreuth. Namen, Zahlen, Todesursachen, die schicksalhaften Lebensgeschichten zu rekonstruieren, ist nicht leicht. Doch diese Gedenktafeln machen die Opfer nun sichtbar. Wenn man bedenkt, wie kann das sein, dass Menschen, die jahrzehntelang in der Nachbarschaft gelebt haben, von heute auf morgen oder schleichen, das ist vielleicht noch gefährlicher als von heute auf morgen, schleichen quasi zu Feinden wurden, die man zum Teil ohne Not auch ausgeliefert hat. Ja? Das berührt wirklich. Die Geschichte der Sinti und Roma in Oberfranken ist seit dem 18. Jahrhundert eine der steten Verfolgung, Zurücksetzung und Benachteiligung. Es sind Menschen, die seit Jahrhunderten unter uns leben, aber die eben immer als andere verstanden wurden. Allein in Anführungszeichen Zigeuner zu sein, war im 18. Jahrhundert schon ein strafwürdiges Verbrechen, für das man hingerichtet werden konnte. Und als man dann meinte, ja, es normalisiere sich, diese Menschen seien normaler Teil der Gesellschaft, dann kommt eben der Rassismus auf, den die Nationalsozialisten in politische Wirklichkeit übersetzen. Heute, 79 Jahre nach dem Ende deren Schreckensherrschaft, gilt es mehr denn je, auf die damaligen Gräueltaten hinzuweisen und vor schleichender Wiederholung zu warnen. Wir haben alle Angst. Wir haben alle Angst, dass die Zeit noch mal wiederkommt. Wir trauen uns nicht zu outen. Wir sagen lieber, wir sind ein Italiener oder ein Türke oder ein Österreicher oder irgendwas, als wie Sinti. Ich habe da echt Angst, habe Bedenken, dass eben der Rechtsdruck so groß wird, das ist ja europaweit auch, dass noch mal so eine Zeit kommt. Wir sind nicht nachtragend. Wir wollen aber nicht, dass vergessen wird. Die Gedenktafeln auf dem Bayreuther Stadtfriedhof sind ein Anfang als Teil umfassenderer Planungen. So soll es bald weitere Erinnerungsorte geben, etwa in Münchberg. Auch soll es eine Online-Plattform mit Bildungsangeboten für Schulen geben, für eine offensive Erinnerungskultur.